Ich muss echt zugeben, es sieht zwar sehr komisch aus, aber wir sehen genau in diesem Beispiel, dass ich hier den Hit bekomme, weil wir sehen hier oben links, achtet mal oben links, so circa am Ende seines Scharnisch, dass dort Partikel sind. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt bekomme ich den Hit. Und das sehe ich eigentlich komplett als legit an. Und ich weiß nicht, was daran anders sein soll. Und wenn wir jetzt einmal kurz die Szene im Singleplayer nachstellen, dann sehen wir, dass es wirklich komplett möglich ist. Noch bei Quanda stand nämlich, wie man genau bei den Partikeln jetzt hier sieht, wo ich die Partikel bekommen habe, also wo ich den Hit bekommen habe, ist hier gerade hochgesprungen, war noch nicht hier oben. Wir sehen, wo ich die Partikel bekommen habe, war er hier. Und wir sehen, direkt danach wurde das zugebaut. Das heißt, der Hit muss von dem Punkt sein, wo die Partikel kamen. Und das wiederum bedeutet halt, dass das bei mir auch der kurze Screen war, den ich eingepinnt habe. Und zwar kam da der Hit, weil danach konnte nicht mal mehr ein Hit vonstatten gehen, weil danach hat er hier einen Block hingesetzt. Und dann konnte ich ihn halt hier nicht mehr hitten. Dann. So. Und wir sehen genau in dem Screen, wann ich die Partikel bekomme. Und zwar ist Knockback Panda exakt hier am Hochspringen. Er springt gerade hier hoch. Er ist gerade hier leicht in der Luft. Noch nicht komplett, er ist hier in der Luft. Wir sehen, wenn ich von hier bin, ich war ungefähr so beim Block, dann sehen wir, dass dieser Hit eigentlich komplett möglich ist. Also, der Hit ist komplett möglich. Wenn wir jetzt nämlich den Screen angucken, wann ich die Partikel bekommen habe, dementsprechend habe ich da den Hit bekommen, dann sehen wir jetzt mal so das Ende des Blocks, also da, und der Hit ist komplett möglich. Also, ja, ich sehe daran jetzt nichts unlegit. Außerdem dachte ich, dass man zwei Szenen braucht, aber gut. Und ich sehe daran einfach nichts unlegit. Man sieht bei dem Hit genau, dass ich die Partikel bekomme, wie er hier hochspringt. Und dort habe ich die Partikel bekommen, wie er hier hochgesprungen ist. Und wir sehen auch direkt danach in der Aufnahme, dass er direkt hier einen Block hinbaut und da ein Block im Weg ist. Das heißt, danach kann gar kein Hit mehr erfolgen. Das heißt, der Hit ist zu dem Zeitpunkt gekommen oder nach dem Zeitpunkt gekommen, nachdem ich die Partikel bekommen habe. Und wir sehen eindeutig auf dem Screen, dass ich zwei Partikel beim Brustharnisch schon in der Nähe des Brustharnisches so befinden. Das bedeutet, da bekomme ich auch den Hit. Und wir sehen im Screen genauso, dass er hier erst hochspringt und noch längst nicht hier ist. Wir sehen nämlich, dass er hier gerade am Hochspringen ist. Und wenn er hier am Hochspringen ist und ich war hier, ich bin sogar am Block rangelaufen, dann ja, dann ist das meines Erachtens komplett legit, weil von hier nach da ist jetzt nicht so. Also von hier am Blockende so hochspringen, wenn er hier ist. Hier, da war er hier ungefähr. Also jetzt, warte, so in der Luft war er hier. Und da ist der Hit von da einfach komplett möglich. Also wenn wir jetzt mal mit Low, sogar noch Low Ground. Und dann gucken wir, das ist einfach, es ist komplett möglich. Und da ist nichts mit Hex oder ähnliches. Und wie gesagt, guckt ihr bitte einmal kurz den Screen an. Das ist jetzt nur einmal kurz, um die Szene zu erklären. Und zwar kann ich das noch einmal erklären. Und zwar bekomme ich den Hit, wo es quasi schon so aussieht, als wenn da Blöcke im Weg wären. Aber wenn ich den Screen euch einmal gezeigt hatte, also ich habe ja einmal kurz den Screen gezeigt, wo ich die Partikel bekommen habe, dann habe ich genau zwei Partikel zu diesem Zeitpunkt bekommen. Hier stande, gehittet habe und er hier stande. Das heißt, die Szene ist zu 110% legit. Und danach kann der Hit nicht mehr kommen, weil danach hat er hier zugebaut. Das heißt, der Hit kommt von den zwei Partikeln. Also da ist gerade der Anfang des Hits, deswegen sind da halt erst zwei Partikel. Und ja, so viel dazu.
Wir jetzt EP werfen. Also ist die ganze Zeit eine Base, keine Ahnung. Ah, ihr kriegt halt Trouble dann. Hast du deinen Knock gesehen? Leute, oh, ich hab so viel gesplifft, die haben noch zwei Schichten. Ja, und das ist der zweite Hit. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss. Es ist einfach komplett legit. Man sieht, wo ich den Hit bekomme. Und ich weiß beim besten Willen nicht, was daran anders sein soll. Also meines Erachtens habe ich bewiesen, dass das komplett legit ist. Also wirklich zu 110%. So, wir können die Szene auch noch einmal nachstellen. Und zwar mal kurz Golden Apple. Game 1-0. Eins. Einmal kurz ein Zombie spawn. Time set night. Hier. Wenn wir den Zombie spawnen, dann der hier. Oh, Date ist möglich. Da können wir aber noch einmal kurz machen. Warte, wir schieben ihn einfach mal genauso hin, wie Nordic Commander war. Er steht hier übrigens auf Schnee. Ich kann mir den Spin nur einmal angucken. Ungefähr hier vorne. Ja, hier vorne. Ja. Hier war ich ungefähr. So, Knockback Panda war dort. Wir sehen im Screen nämlich genau, wie das entsteht. Geht direkt. Oh, das ist natürlich jetzt schwer gerade, weil er mich natürlich direkt angreift. Kannst du aber trotzdem versuchen. Nehmen den dann nach da auch. Dann kommen wir mal runter. So. Machen wir ihn einfach so. Lege ich mir mal ein Hotkey auf Game 0, 0, mach mir den auf F, stelle mich richtig hin, also richtig, drück F und schlag direkt. Wir sehen, Hit ist möglich, der Hit ist komplett möglich und ja, damit ist eigentlich alles legit. Und ja, ich weiß nicht, was man dazu jetzt noch sagen soll. Also ich finde, die Beweise meines Erachtens haben überhaupt nicht ausgereicht. Aber gut, ich habe hiermit, glaube ich, bewiesen, dass Sledge ist meines Erachtens. Ja, ich wäre jetzt gerne auf deine Meinung, ihre Meinung gespannt. Und ich finde es halt irgendwie ein bisschen komisch, dass der Banngrund Kill Aura heißt, weil allgemein sehe ich da nicht gar nichts und Kill Aura erst recht nicht. Aber ich glaube, mit diesem Video sollte ich es, glaube ich, meines Erachtens, also es ist meine eigene Meinung, bewiesen haben, dass alles Sledge ist.